Einen wunderschönen an alle Zuschauer da draußen. Warum nimmst du eigentlich mal von unten auf? Weil ich es kann. Nee, weil ich finde das gut. Es hast ist du keine Kraft mehr oder was? Nee, das ist entspannt, weil ich kann mein Ellenbogen hier reinlehnen. Entspannt? Ja. Soll man dir so einen Ständer kaufen hier oder was? Ja, wenn ich das überhaupt mal einen Ständer habe. So, Jungs, heute gibt es wieder was auf die Ohren. Endlich gibt es wieder was auf die Ohren, Justin. Wir haben schon lange nichts mehr gemacht mit hier. Richtig hier Sound und Musik, ne? Mhm. Also, jetzt klären wir euch erstmal auf, was wir überhaupt machen, was wir überhaupt für ein Auto haben. Und zwar haben wir hier Philips Golf. Golf 4, Original 4Motion, Allradantrieb, Original 2,8 Liter V6. Und wir haben die Kiste umgebaut auf Turbolader. Turbolader. So, Harry war jetzt noch eine ganze Weile dran und hat einige Sachen nachgebessert. Ja, wo nicht so schön gebaut waren, wo wir gesagt haben, das wollen wir so nicht. Da unten sind ein paar Rohre angelegen, ein paar Schläuche hier auf der Abdeckung da unten, weil der Ladeluftkühler zu weit vorne stand. Und Harry hat die Ladeluftfeuerung komplett nochmal neu gemacht. Und jetzt passt, jetzt bin ich auch zufrieden. So, ja, Verdichtung ist geändert, geht die 35 Turbolader, große Pumpe mit Catchtank irgendwo da drunter. Was soll ich groß noch erzählen? Das Übliche. Ne? Auspuffanlage 3 Zoll und ich habe noch nichts abgestimmt. Ich habe nur eine Grundsoftware da drauf gemacht. Es sollte schon mal einigermaßen fahren. Das hätte ich gesagt, das testen wir jetzt einfach mal. Ne? Wir haben noch keinen Frostschutz drin. Lassen wir immer erstmal weg, weil es kann ja immer wieder was sein, dass irgendwo doch vielleicht Undichtigkeit oder was ist. Und dann hast du auf der Rolle hier die Brühe. Und ihr wisst ja, Frostschutz ist fast wie Öl, das trocknet ja nicht von alleine, ne? Musst du das wegputzen, machen, tun. Also ist noch Wasser drin. Und wenn das Ding fertig abgestimmt ist und alles funktioniert, dann machen wir erstmal Kühlerfrostschutz rein. Solange dürfen wir das Auto auch natürlich nicht draus stehen lassen, ne? Ganz wichtig. Gewusst wie. Den Fehler haben wir schon mal gemacht. Das sagt und haben uns ein richtiges Ei gelegt, weil da draußen der Block eingefroren ist und ist völlig explodiert. Diesen Fehler, das wird man nie wieder machen. Nie wieder. Da haben wir definitiv draus gelernt. So, noch irgendwas Besonderes? Jo, hier von uns extra hier im Behälter für die Spritzanlage gebaut und schön beschichtet. Und ich muss mal, oh, siehst du, da gucke ich jetzt mal was. Da gucke ich jetzt mal was. Ich weiß, dass du guckst. Weil ich das, da machen wir noch was, ein Video mal drüber, aber ich hole jetzt mal ein Magnet. Magnet, ich weiß. Ja. Eigentlich ich möchte was testen, weil ich habe mir jetzt da mal was zu Ohren gekommen. Wie gesagt, das erwähnen wir nochmal in einem Video. Da kommt noch ein Video zu 1000%, dass das kein Edelstahl wäre. Das ist aber Edelstahl. Was ich aber nicht verstehe. Gut, wir haben das Auto nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Ne? Wir haben die Dinger damals machen lassen. Ich glaube 20 Stück. Ne? Also diese Bleche zugeschnitten, gelasert. Mhm. Und das schweißen wir immer alles selber dann. Und das soll wohl was aus Stahl gewesen sein. Und es soll was drin rosten. Es gibt aber auch, Harry, hast du das schon mal erlebt gehabt? Es gibt Auspuffanlagen, wo zum Beispiel bei eBay verkauft werden. Das ist Edelstahl, aber es rostet. Hast du das schon mal gesehen, Justin? Ja. Habt ihr das schon mal gehabt? Edelstahl tatsächlich, du langst mit dem Magnet hin, aber es rostet. Ist das dann so billig Edelstahl oder was ist das? Habe ich schon selber gesehen, ohne Scheiß. Wahrscheinlich ist da das Material, was drin ist, der Gehalt. Doch irgendwie noch Metall mit drin oder was Normales oder was. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber das ist auf jeden Fall Edelstahl. Das ist nicht magnetisch. Ja. Und wenn das so wäre, da hat ja keiner drauf geachtet. Wir nehmen das, schweißen das und lassen es beschichten und fertig. Ne? Mhm. Ja. So, ich hätte gesagt, ich lasse den jetzt ein bisschen warm tuckern und dann geben wir vorsichtig mal Gas und gucken, was da überhaupt passiert. Darf man was von der Leistung sagen? Ja, also ich sag jetzt mal so 5 muss auf jeden Fall davor stehen. Okay. Ne? 5 muss davor stehen. Ja, lang genug gelaufen ist das schon. Wir haben den schon hier Ewigkeiten jetzt teilweise immer ewig laufen lassen, alles. So, also.
Jetzt werden wir erstmal hier ein neues Fahrzeug anlegen. Gülf. Fahrzeug. Was heißt Fahrzeug auf Polnisch? Pojazd. Pojazd. Was? Hier. Pojazd. Pojazd. Wie ist er Russisch? Maschina. Was? Maschina? Maschina. Maschina. Echt? Geil. Maschina. Neue Maschina. Ja, für die Russen. Für die Russen. Maschina. Maschina. По-русски авто есть машина. Понял? Да. По-польски есть поезд. Was heißt Papo? Поезд ist Fahrzeug. Fahrzeug. Also Fahrzeug. Und ein Auto ist auf Polnisch auch Auto. Was heißt Turbo auf Polnisch? Auch Turbo. Echt? Ja. Hä? Klar. Wie ist auf Englisch Turbo? Turbo. Siehst du? Turbo. Turbo ist allgemein Turbo, glaube ich. Okay. Ja. So. Also gehen wir hier ein, Pojazd. Ja, mach mal. Maschine. 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 Nein, wir geben ein Philips Vierer, oder? Ja. V6 Turbo. So, damit ich später weiß, was ist. Hubraum, Hubraum spielt keine Rolle in dem Fall. Aufgeladen, automatisch und Allrad. So, und jetzt fahren wir 4000 Umdrehungen raus. 4000 und gleichen die Drehzahl an mit dem Prüfstand. Hörst du das? Hä? Es fühlt sich an, wie wenn das Allrad versucht zu greifen, aber nur so ein bisschen. Ja, so gut. Der Cooler eingestellt, weil ich habe den schon warm laufen lassen. So, wir machen jetzt mal die Absaugung. Also es fühlt sich ganz komisch an, wie wenn das Allrad versucht irgendwie, obwohl das zu wenig Gas gibt, irgendwie. Ja, irgendwas hört sich auch ganz komisch an, finde ich. Und irgendwas stinkt heftig. Aber das ist der Dings, glaube ich, die Pampers. Ja, das ist die Pampers bestimmt, Harry. Das ist die Pampers. Lass dich. Plastik. Plastik oder Gummi? Gummi kann es nicht sein, ne? Nee. Also ich finde, ist das nicht der Gummi, oder? Auspuff? Nee. Das ist, glaube ich, das ganze Wickelband auf dem Hosenrohr, weißt du, Harry? Wickelband? Ja, das stinkt so. Das stinkt so. Bis sich das ausgebrannt hat, Harry. Dann die Pampers und das ganze Zeug. Das ist ja alles neu. Hä? Ja, wenn ich als die ersten Probefahrten mache immer mit den Kisten, bis das muss ja, das fängt ja an zu glühen und dann das stinkt ja wie die Pest, das raucht und macht und tut. Und wir haben ja drunten unten noch schon alles neu gewickelt, oder Harvey? Ja. Ah, das ist das Wickelband. Nur nicht noch der Scheiß, das ist eine Folie drüber. Folie? Ja. Ach, auf deine Töpfe ist noch vielleicht diese ganz feine Folie drauf. Ja, aber nur auf dem mittleren. Ne? Die wird stinken, ne? Stinkt ja also. Bis das sich mal weggestunken hat. Das ist so, also stinkt echt, ne? Aber das stinkt nicht nach Plastik, Harry. Doch. Plastik, wenn du irgendwas anbrennst oder sowas, wäre Kunststoff. Ich riech das Plastik. Aber ich komme da nicht hin. Ja, aber das kannst du ja jetzt nicht mehr abkratzen, ne? Ich weiß nicht. Ja, wie gleich wird sich jetzt sagen, wir geben einfach Gas, das wird schon wegbrennen. Feuerlöscher haben wir da, ne?
Schon. Wir haben das teilweise auch nicht richtig weggemacht. Da bleibt er immer in den, von den Töpfen, da wo sie gepresst sind, weißt, bleibt da der Plastik Hals hängen. Das kriegst du nicht mal ganz raus. Solange nicht irgendwas hier brennt, geht's ja, solange es nur stinkt und raucht. Ich bin so vollgefressen, Leute. Wir haben noch von Samstag, von Samstag, Schaschlik über gehabt vom Kümmel. Jetzt habe ich 3 Spieße gegessen, ey. Ohne Brötchen vom Justins Vater. Justins Vater war da. Ist auf einmal gekommen. Ich hab erst gedacht, wer ist denn das jetzt? Ne? Ich sag, Gott, das ist ein Justins Vater. Ich mach mal die Absaugung an. Warte mal. Wo ist dann die Klaviatur? Was? Klaviatur? Ja. Klaviatura. Das ist Klaviatura. Wirklich? Ja, ja. Was heißt Klavier auf Polnisch? Klavier. Komm, das sagst du jetzt eh nur so, da war das nicht. Nee, ohne Scheiß, ich glaube ja. Alter, wann rede ich denn mal Polnisch? Ich rede mit meinen Eltern ab und zu Polnisch. Vorhin? Wo vorhin? Ja, als dein Freund da war. Habt ihr da Polnisch geredet? Ach, wo Martin da war? Ja. Mhm. Ja, mal kurz Polnisch gesprochen. Das ist so, wie ich das noch kann. So, jetzt versuchen wir es mal. Ich mach die Absaugung an. Ich wollte noch nicht so brutal durchziehen, das war jetzt erstmal ganz wenig Ladedruck. Ich wollte nur mal gucken, ob alles funktioniert, ob alles dicht ist, vor allem Wasser und Öl und keine Ahnung was, ne? Aber es scheint ja alles gut zu sein, oder? Scheinbar, ja. Bevor wir da mal richtig Feuer geben, weißt du? Oder, Harry? Ja. Alles gut, oder? Ich sehe nichts, alles kurz drauf. Alles dicht? Zumindest noch. Alles super? Ja, du kannst nicht gleich, wenn du alles neu gebaut hast da, weißt du? Und das Ding die ganze Zeit nur im Stand gelaufen ist und im Teillastbereich hier schon mal auf der Rolle zum bisschen einfahren und jetzt gleich hier, wenn du Feuer gibst, kannst du nicht gleich betreiben, ey. Nicht, dass irgendwo doch Ölleitung oder Spritleitung oder was runterfliegt, weißt du? Du musst mal langsam anfangen. Öl ist alles dicht, ne? Da ist alles dicht, da ist alles gut. Rücklauf alles dicht, ne? Ja. Wir müssen auch immer
wenn das Ding abgestimmt ist, alles fertig ist, Harry, muss das nochmal auf die Bühne und alle Schrauben nochmal nachziehen. Ja. Weil wir das ja schon oft gehabt haben, dass Ölrücklaufleitung oder irgendwas wird locker mit der Zeit. Weißt du, wenn sich das jetzt alles ausdehnt, wird alles Neues. Und wenn das abgekühlt ist, dann alle Schrauben nochmal nachziehen. Das ist ganz wichtig. Passt soweit alles. Spürt die Sau alles dicht, ne? Ja. Gut. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Stinkt halt wie die Pest, die Pampers und alles, ne? Raucht und macht und tut. Aber es sieht gut aus alles. So, also, gleich geht's weiter, Leute. So, wir haben mal eine kleine Pause gemacht, eine kleine Raucherpause. Mir ist aufgefallen, dass die Lüfter nicht laufen. Haben wir schon erschrocken und gesagt, was ist jetzt los? Aber, ja, kann mir passieren. Bin ich ehrlich, ist ja nichts Schlimmes. Der Harry, wo er die Schnauze rangemacht hat, die Stecker noch nicht drauf gemacht gehabt vom Thermoschalter. Ja, also nichts Wildes. Stecker drauf, Lüfter laufen. So, jetzt rauche ich mal fertig und dann gibt man nochmal Gas. Und ich habe extra nochmal eine Ladunganzeige rangehängt. Ja, hier spezial. Das ist polnisch spezial? Weil wir einen externen Ladungssensor haben und ich möchte das angleichen. Dass der wirklich, das was in der EMU drin angezeigt wird, über den externen Sensor, weißt du, mit dem übereinstimmt hier. Ja, nicht, dass ich da drin, keine Ahnung, oh guck, Lüfterlauf. Nicht, dass ich da drin zwei, keine Ahnung, zwei Bar fahre, dabei fahre ich ja eigentlich nur 08, so wie wir es gesehen haben, ne? Yeah. Ja. Deswegen. Und sonst scheint echt alles gut zu funktionieren. Für die ersten, was haben wir jetzt, zweimal Gas gegeben? So kurz, nur ein bisschen. Yeah. Gucken wir mal. Also. Rauchst mal fertig, ne? Ich rauche mal fertig. Und dann geben wir weiter Gas. Harry ist am Audi dran. Am A3. Man sieht's. Ja. Harry, wo bist du? Weil wir haben da was gefunden. Das werdet ihr gar nicht glauben. Ich habe selber nicht glauben können. Wollen wir das nicht im nächsten Video erzählen? Wir machen da ein extra Video drüber. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Also wir haben schon ein bisschen was probiert. Und das schaut gut aus. Und wir haben den Kopf nicht runter gemacht. Ja. Und ich hatte so ein Problem schon mal vor 2 Jahren an Max sein Auto. Was? Nicht so viel erzählen. Nicht so viel erzählen? Nee. Machen wir ein Video, machen wir nichts. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Also nach den paar Tests hat es ja schon funktioniert, ne? So, wir werden sehen. So, also Leute, ich rauche jetzt mal fertig und dann geben wir jetzt gleich noch 2-3 Mal Gas. Schon mal sehr sauber, wir haben 0,8 bar Ladedruck. Er ist noch viel zu fett. Ich muss ihn jetzt ein bisschen magerer machen. Ich muss später noch die Nockenwellenverstellung aktivieren und alles. Das mache ich aber später zum Schluss. Soweit läuft er schon mal sehr sauber. Die Kurve sieht auch sauber aus. Es sieht mega aus. Aber bevor ich jetzt hier mit 0,8 bar an die Grenzen gehe und noch da holen wir bestimmt noch mal 50 PS raus, das ist nicht das Thema. Aber mir ist schon was aufgefallen vorhin. Und zwar, ich muss jetzt Ladedruck geben. Und ich kann keinen Ladedruck geben. Weil wir was vergessen haben, gell, Harry? Ja, bisschen. Da hat von uns keiner dran gedacht. Gut, Harry wusste es nicht am Anfang. Ich meine, du hast das noch nicht gewusst damals. Und ich, Idiot, habe nichts gesagt. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal. Ich roll mal sowas. Hey Gockel, haben wir vergessen, den Lader einzubauen oder was? Turbolader vergessen. Nein. Wir haben kein Ladedruckregelventil. Wir fahren jetzt nur Dosendruck. Und das ist das Ladedruckregelventil. Siehst du? So, und das muss zwischen das Westgate rein. In den Schlauch. Hier rein und hier rein. Und dann müssen wir das noch ans Steuergerät anklemmen. Und Harry, da muss man wieder ans Steuergerät ran, oben an diesen Extra-Stecker, weil wir haben diese EMU. Oh, mir fällt der Name nicht ein.
Ist nicht die Black, sondern diese Plug and Play Emu. R32 BFH. Ja, genau, diese Plug and Play Emu haben wir und die hat auch diese extra Stecker oben. Ja. Und da müssen die zwei Kabel ran. Kein Problem. Aber da muss Wischer alles wieder raus, ne? Scheibenwischer, alles wieder muss raus. Weil sonst kommen wir nicht dran, ne? Ich probier's halt. Kommt drauf an, wollen wir das Ding noch kleben, aber schon. Oder wollen wir es hinhängen? Ja. Ich versuche jetzt trotzdem, ja gut, machen müssen wir es, ne? Ich hätte gesagt, ich gebe jetzt noch 2-3 Mal Gas, gebe dann noch ein bisschen mehr Zündung, guck mal mit wenig Ladung, was da rumkommt. Ich will die Ladung noch ein bisschen angleichen in der ja, Emo, ja. Dass der zu 100% passt mit dem tatsächlichen Ladedruck, was wir jetzt haben, weißt du? Und dann macht man das morgen früh. Da kannst du morgen früh in aller Ruhe, Halli kommt ja schon um 6 Uhr morgens, dann kannst du da anfangen. Ja. Und dann müssen die zwei. Hast du noch diesen Plan? Müsste ich haben. Müsste ich mal gucken. Ja, dann erkläre ich dir das was wie wo und dann klemmen wir das an. Und die zwei Schläuche, dann legt man das oben rein. Hast du nicht irgendwo in den Motorraum, sondern legen das oben rein. Nehmen die Emo. Okay, ja. Am besten, oder? Legen die zwei Schläuche dann hoch. Die Schläuche gehen ja eh noch. Deswegen. Das haben wir jetzt ja nicht mehr dran gedacht, bin ich ehrlich. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja jetzt nichts Wildes. Das bauen wir irgendwo dann da oben rein und fertig. Und dann können wir dann ein bisschen mehr Ladung geben, dass wir an unsere Leistung rankommen, weil ohne Luft, Keuleichtung. Ja, gell, Justin? Das ist richtig. Ja. Sonst echt super. Also wirklich, ist alles dicht, alles gut. Geil, wirklich, freut mich. Ich finde es nur schade, selbst wenn wir fertig sind, dass wir bei dem Wetter dann schlecht fahren können. Wobei, es schmilzt jetzt gerade alles. Vielleicht haben wir Glück, es soll ja wieder warm werden. Ja. Und dann können wir auf jeden Fall eine Runde auf der Straße mitfahren. Aber bevor wir nicht damit richtig auf der Straße gefahren sind, auf die Behebebühne müssen wir auch nochmal. Da müssen wir von unten nochmal sowieso auch nochmal alle Schrauben, alles nachziehen, nach dem Prüfstand. Noch hast du erzählt vor der Kamera. Ja, ich weiß das teilweise nicht mehr. Ja. So, also, ich gebe jetzt noch 2-3 Mal Gas und das sollte Harry morgen machen. Weil wie es mir das heute wieder mit dem Kabel schaffen, macht sowieso nicht. Harry macht sowieso in einer halben Stunde Feierabend. Willst du den Leuten vielleicht noch was erzählen? Was denn? Die Woche passiert was ganz Besonderes, aber wir erzählen noch nicht was. Ja, was soll ich den Leuten dann erzählen, wenn wir es nicht erzählen sollen? Ja, so ein bisschen, also nicht was wir tun, sondern dass die Woche was Schönes kommt, passiert, gemacht wird. Ja, ich hätte gesagt, die sollen eine Überraschung werden, oder? Ja. Red euch mal nicht so viel. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Auf jeden Fall müsst ihr die Woche mal hier YouTube einschalten. Turbogockel auf jeden Fall. Das wird lustig. Wer ist das? Was? Turbogockel, wer ist das? Das bin ich. Du nicht. Ich bin's nicht, nee. Willst du auch nicht sein? Nee. So, pass auf. Du rufst jetzt Philipp nochmal bitte an. Ja. Ihr müsst wissen, was ist denn da für Sprit noch drin? Weil wir haben wir da was? Harry, haben wir da Sprit? Wir haben da keinen Sprit reingetan, oder? Das ist alles noch von Philipp, ne? Ja. Alles noch original. Weil ich habe jetzt wenig Zündung, also ich bin jetzt vom Ding ausgegangen, weißt du, vom Normalsprit. Wir müssen mal mit Philipp jetzt noch reden, was der für Sprit da drin haben möchte. Jawohl. Das machen wir jetzt noch schnell zusammen. Hallo Philipp. Hier ist die Firma Turbogockel. Hallo. Sie haben gewonnen. ich habe dir eigentlich schon per WhatsApp geschrieben, aber pass auf. Welcher Sprit ist im Golf 4 jetzt drin? You don't know. Das ist sehr schlecht. Andere Frage noch. Was willst du in Zukunft für einen Sprit fahren? 98. Okay. Gut. Dann habe ich das schon mal. Okay. Wir waren jetzt schon gerade auf der Rolle. Na? Wir waren jetzt schon gerade auf der Rolle, auf dem Prüfstand. Und ja, Auto läuft bis jetzt. Nee, also willst du 98 für die Zukunft fahren. Alles klar. Ja, 450 PS, 98, geht klar. Ja, ja. Ja. Sollen wir dann den Sprit dir gerade zuschicken, den alten? Übrigens, du bist gerade vor laufender Kamera, ne? Aber ich hab dich nicht laut, alles gut. Alles klar, Philipp. Ne, das war's schon. Na? Bis dann, da gerne, ciao. Da seid ihr schon wieder, meine Freunde. ich bin noch ein bisschen am Rumprogrammieren, dass es passt mit 0,8 Balladuck. Wie gesagt, ich habe noch keine Nockenwelle-Verstellung aktiviert.
Das mache ich dann erst später. Deswegen, der Lader ist irgendwo bei 4000 erst da. Es ist ein ziemlich großes Abgasgehäuse. Wenn ich die Nockenwelle-Verstellung aktiviere später, ist der Lader wahrscheinlich bei 3,5 schon voll da. Aber das machen wir ganz zum Schluss. Aber ich möchte jetzt erstmal mit 0,8 Bar, also ich habe das alles angeglichen, wir haben 0,8 Bar Ladung. Und jetzt gleiche ich erstmal bis dahin mal die ganzen Werte an, dass das alles zu 100%ig passt. Und morgen früh hat der Harry gesagt, der macht erst am Audi noch ein bisschen was, ne? An den paar Kabeln. Richtig. Und dann geht der Harry hier ran oder ich gehe mit dem Harry da ran, machen das Taktventil rein und dann geben wir hier erstmal Ladedruck. Ja, aber jetzt machen wir auf jeden Fall noch, ja, einen Lauf machen wir mal noch. Und dann ist für uns wahrscheinlich sowieso heute jetzt gleich Feierabend, weil ich muss noch ein paar Kunden anrufen. Ne? Ich habe eine Frage. Ja. Kannst du mir was erklären? Vielleicht interessiert es da draußen ja auch jemand. Ja. Was macht genau eine Nockenwellenverstellung? Was eine Nockenwelleverstellung macht? Es verstellt die Nockenwelle Richtung früh. Du hast untenrum auf jeden Fall mehr Füllung. Mhm. Du hast mehr Füllung untenrum und natürlich viel mehr Drehmoment, viel mehr Leistung. Ne? Okay. Ja. Und besseres Ansprechverhalten. Mhm. Auch für den Lader. Aber obenrum musst du es wieder zumachen, die Verstellung. Verstehe. Mir geht's übrigens heute, ich bin heute so richtig, ich weiß nicht, ob das das Wetter ist, ich bin heute so richtig irgendwie so depressiv, gell? Ich habe auch schon eine Ibu genommen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, das ist das Wetter, weil alles wegschmilzt und so. Holst du deswegen? Nein, das ist so komisch. Ich bin heute irgendwie gar nicht so richtig bei der Sache, ne? Nee, ich habe vorhin gemerkt. Ich wollte das Video heute eigentlich gar nicht machen, weil ich so irgendwie so... Ich fühle mich wie vom Panzer überrollt hat. Hatte ich dann so mit dem Panzer überfahren? Wahrscheinlich, ist er drüber gefahren. Du hast wahrscheinlich gepennt und weißt es nicht. So, jetzt wir ziehen nochmal durch hier. Machen mal Absaugung an. Super, also 0,8 Bar Ladedruck, 330 PS, das passt erstmal. Da können wir auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, wenn der ein bisschen kälter ist, haben wir 350, das ist so das typische 350 PS irgendwie bei 0,8 Bar bei den Dingern. Je nach Verdichtung, wenn du ein bisschen mehr Verdichtung hast, hast du ein bisschen mehr Leistung. Ne? Aber das passt schon, wir brauchen jetzt Ladedruck. Und ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video, wahrscheinlich jetzt kriegt ihr das gar nicht mit, Justin, du hast wahrscheinlich mitgekriegt, dann ging er einfach aus. Ja. Der ging einfach kurz aus und dann ging er wieder an. Und mein Laptop ist auch alles abgekackt in dem Moment. Also Laptop nicht, also Emo habe ich gesehen, war Verbindung weg. Keine Ahnung. Dann auf einmal läuft er wieder, dann war wieder kurz Verbindung weg. Wie wenn irgendwo der Strom auf einmal ausfällt. Weißt du, wie wenn irgendwo eine Sicherung locker wäre oder irgendwas. Und dann war es wieder da und jetzt ging's. Aber egal, da gucken wir später dann nach. Yeah. Er läuft auf jeden Fall schon mal prima, wie gesagt. Und ich hätte gesagt, wir machen vielleicht einen zweiten Teil dann, ne? Wenn wir Ladedruck haben. Ja, weil ich glaube, das Video geht jetzt schon ein paar Minuten. Sonst heißt es wieder, oh, viel zu lang das Video, viel zu lang. Und die anderen sagen, boah, geil, noch mehr. Und die anderen sagen noch mehr, ja, genau. Die Was machst du jetzt? Stunden gehen. Was machst du jetzt? Mittelpunkt finden. Ja. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Weißt du, dann ist jeder glücklich. Ja. Also, ich mache jetzt erstmal Pause, wir sehen uns gleich wieder. So, also Leute, wir haben alles geklärt. Jetzt haben wir 17:30. Ja, wir haben jetzt ein paar Kunden angerufen noch. Kriegen noch ein paar Autos zum Abstimmen. Ein paar Fragen noch beantwortet von ein paar Kunden. Ne? Also heute alles geklärt. Ja, es ist Montag. Und es ist nichts passiert. Nichts Schlimmes heute. Ja, gar nichts. Kann noch. Ist eigentlich selten, ne? Ja. Weil montags ist immer, eigentlich immer irgendwann eine Scheiße. Aber heute war alles gut. Eigentlich meistens, wenn du damit gar nicht rechnest. Ja, bei uns pisst es auf jeden Fall wie die Sau, Leute. Es regnet wie die Sau. Gestern war noch Schnee, Leonie ist Schlitten gefahren. Heute geht gar nichts. Du auch, oder? Weg. Du auch. Ja, ich auch. Bei dir sah das auch ein bisschen krampfhaftig aus. Also. Ja, weißt du warum? Weil ich die Leine hier vom Back hatte. Ja. Und ich konnte mich an dem Schlitten nicht halt festhalten. Ich bin ja nur so drin gesessen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwie, weiß noch, haut es mich auf die Fresse. Nee, so, wir quatschen nicht mehr viel. Also Leute, wir waren ja jetzt ein bisschen dran. Ich bin zufrieden erstmal. Das Auto läuft schon mal sehr gut.
So, nächster Schritt ist jetzt mit Ladedruck Gas geben und hoffen, dass alles hält, dass alles funktioniert. Dann nochmal auf die Bühne, alle Schrauben nochmal nachziehen. Dann Auto aufbereiten, Klimaanlage noch füllen. Ja, und auf die Straße. Und da machen wir auch nochmal ein extra Video drüber. Ne? Aber heute haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt mit, wie wir es auch ein bisschen anfangen. Das war jetzt wirklich hier nicht irgendwie was gespielt oder sonst was. Das war das erste Mal, dass wir da ein bisschen Gas gegeben haben mit dem Auto. Vorher lief das Ding hier nur stundenlang im Stand. So, das war's. Oder, Justine? Ja. Für heute war es das. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ne? Also Leute, beim nächsten Mal wieder Gockel einschalten. Es wird lustig. Die Woche wird es noch lustig. Wir haben da was Geiles vor. Also, mach's gut. Ne? Bis dann. Tschüss.